Ja, herzlich willkommen zu unserer CSN Online-Konferenz. Mein Name ist Jan-Peter Schott von der Prima Fonds. Unsere Konferenz heute, Prima Global Challenges, der Fondsmanager-Dialog mit unserem Fondsmanager Dr. Hendrik Leber. Wir werden heute in Tiefe uns das Portfolio angucken. Wir werden uns angucken, wie das Portfolio auf die Marktgegebenheiten ausgerichtet ist, wie wir auf den Markt reagieren im Portfolio. Der Prima Global Challenges ist ja unser fundamentales Nachhaltigkeitsmandat. Nachhaltigkeit spielt hier die größte Rolle. Zunächst noch ein paar technische Koordinaten für unsere Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer CSN Online-Konferenz. Sie alle haben eine Mail bekommen, in der Mail einen Link, wo Sie die Präsentation starten können. Diejenigen, die den Link noch nicht haben, im Netz finden Sie die Präsentation unter www.csnstart.de. Ich wiederhole nochmal, www.csnstart.de. Dort öffnet sich dann ein Fenster, dort geben Sie Ihren vollen Namen ein und die PIN für die Veranstaltung. Die PIN für diese Veranstaltung ist die 738189. Ich wiederhole die PIN nochmal, das ist die 738189. Momentan befinden wir uns noch in der Anwahlphase. Ich wiederhole nochmal die Technik für diese Veranstaltung. Mein Name ist Jan-Peter Schott von der Prima Fonds. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Fondsmanager-Dialog mit Dr. Hendrik Leber zum Prima Global Challenges. Um an der Präsentation teilzunehmen, diese Präsentation sehen zu können, müssen Sie im Netz www.csnstart.de aufrufen. Dort geben Sie bitte Ihren vollen Namen ein und dann die PIN für die Veranstaltung. Die PIN lautet 738189. Ich wiederhole nochmal die PIN. 738189. Wir haben die Präsentation schon freigeschaltet. Sie können sich gerne diese Präsentation runterladen. Oben rechts sehen Sie das im Download-Fenster. Das ist ein Haken gesetzt. Da können Sie die Präsentation runterladen. Wenn Sie während dieser Präsentation Fragen haben, stellen Sie gerne diese Fragen unten rechts im Chatfenster. Wir werden die Fragen dann zusammenfassen und am Ende der Präsentation werden wir diese Fragen dann beantworten. Dann werde ich die Fragen direkt nochmal dem Dr. Leber stellen. Ja, dann begrüße ich Sie jetzt nochmal ganz herzlich zu unserer Konferenz der Prima Global Challenges im Fondsmanager-Dialog. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt in dieser Corona-Situation etwas in den Hintergrund getreten. Tatsächlich zu Unrecht. Im Grunde genommen ist die Corona-Pandemie ja nichts anderes als eine Expression mangelnder Nachhaltigkeit. Wo sind da die Verknüpfungspunkte? Im Grunde genommen wissen wir alle, dass die Corona-Pandemie durch einen Wet Market, quasi durch den Handel von Wildtieren auf engem Raum, die Zoonose entstanden ist. Das heißt, der Übersprung von dem Virus auf den Mensch und durch unser Verhalten, was wir auch global tätigen, haben wir immer mehr Gelegenheiten, dass solche Zoonosen entstehen können. Das sind zum einen diese Wet Markets, zum anderen ist es das Vordringen in Naturbereiche, aber auch das Verändern von Naturbereichen. Hier ein Beispiel, der sibirische Permafrostboden taut durch den Klimawandel auf und dort kommt die ein oder andere Mikrobe zutage, zum Beispiel Milzbrandviren, die tatsächlich 80 Jahre alt sind und dann tatsächlich zu Krankheiten führen können. Das heißt also, auch hier gibt es eine Vernetzung von Corona-Pandemie zum Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja das, was quasi der Performance-Treiber bei unseren Prima Global Challenges ist. Und hier möchte ich jetzt gerne an den Dr. Hendrik Leber übergeben, der Ihnen die aktuelle Situation im Portfolio darlegen wird. Ja, prima, dann komme ich mal rein in die Diskussion. Hier sehen Sie uns beide, den Herrn Schott und mich. Ich sitze gerade in Frankfurt und möchte Ihnen heute über Folgendes erzählen. Kurz über die Performance. Aktuell Stand heute sind wir bei, glaube ich, bei 3,5%. Also das Portfolio hat sich dann trotz aller Sorgen ganz gut gehalten. Ich würde mit Ihnen gerne über die Umschichtungen sprechen und drei Titel etwas vorstellen. Dann, also aber gar nicht so viel Zeit heute auf dem Portfolio selber verbringen, weil wir einen turbulenten Herbst vor uns haben und ich wollte die Corona, die waren in den USA, speziell die Impfstoffentwicklung bei Corona und das Thema Brexit kurz ansprechen und dann haben wir Zeit für Fragen. Gehen wir kurz nochmal durch. Aktuell haben wir eine Länderquote von 40% für die USA im Portfolio. Was
da auffällig ist, wie sehr das Nachhaltigkeitsthema in der Gewichtung des Fonds rübergewandert ist in die USA. An sich glauben die Europäer ja, wir wären da richtig gut. Und die Amerikaner mit diesem Trump, die machen ja nichts an der Stelle. Tatsächlich gibt es doch mehr amerikanische Firmen, die sich um Nachhaltigkeit kümmern und auch wegblenden, dass ein Donald Trump mal das kurz außer Kraft setzt. Die Erwartung ist da, dass Nachhaltigkeit auch in den USA ein großes Thema bleiben wird in der nächsten Präsidentschaft. Darum ist der USA-Anteil in den letzten Jahren recht gleichmäßig gewachsen. Die zweitgrößte Position, das ist überraschenderweise Dänemark. Das gilt nicht nur hier in diesem Fonds, auch in anderen Fonds, die wir haben. Dänemark ist ein technologisch starkes Land. Was ist so toll daran? Wir haben in der Medizin einiges, also zum Beispiel die Koloplast, die wir hier im Portfolio haben. Enzyme sind ein interessantes Thema, wo wir zwei dänische Firmen haben. Windenergie und die Schifffahrt. Das sind alles Themen, wo die Dänen überraschenderweise für ein so kleines Land doch sehr stark dominant sind. Darum dieses ungewöhnlich hohe Gewicht an Dänemark. Die anderen Spieler sind so im Rahmen ihrer Erwartungen. Japan überraschend dünn, es müsste eigentlich viel stärker vertreten sein. Aber vielleicht ist Nachhaltigkeit da noch nicht so ganz das große Thema. Ich gehe mal ein auf die Branchengewichtungen und möchte eigentlich sagen, normalerweise würde man erwarten, dass hier ganz viel IT drin ist und ganz viel Pharma, also Gesundheitswesen. Tatsächlich haben wir viel Industrie drin. Und da haben wir ein Vorurteil, glaube ich. Gerade wie hier in Deutschland, wir sind immer sehr selbstverantwortlich, jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Was kannst du dafür tun, dass die Umwelt nachhaltiger wird? Und so haben wir ein bisschen das Thema Jutetaschen, das ist mein Beitrag, dass die Welt sauberer wird. Tatsächlich ist aber Nachhaltigkeit ein großindustrielles Thema. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Wenn wir an die Zementindustrie denken, die produziert etwa 10% aller Treibhausgase. Der ganze Ölverbrauch, Energieverbrauch ist ein großes Thema. Stahlwerke sind ganz große Umweltverschmutzer. Von daher, wir kriegen die Probleme der Welt nicht gelöst, indem wir bei uns anfangen. Wir müssen das Ganze großindustriell lösen, bei den großen Firmen was tun. Dort sind die richtig großen Hebel, um was zu erreichen. Und darum ist eben überraschenderweise der Industrieanteil in diesem Portfolio so groß. Ein paar Beispiele kommen ja gleich noch. Gehen wir mal weiter. Was waren die Gewinner im aktuellen Jahr, die drei Top-Spieler und die drei Verlierer? Dann haben wir an erster Stelle die First Solar, also mit der Solarenergie. Generell ist der ganze Bereich erneuerbare Energien, Windenergie, Batterietechnik, E-Mobilität in diesem Jahr extrem gut gelaufen. Ich denke mal selber an mich, ich habe in der Krise gleich mal ein Elektroauto bestellt, weil ich so viel Zeit hatte, da was zu tun. Die Elektroautos boomen, erneuerbare Energien boomen. Also das ist ein Thema, das einfach einen ganz großen Lauf hatte im aktuellen Jahr. Der ganze Bereich Halbleiter ist ein großes Thema. Leute arbeiten mehr virtuell, mehr von zu Hause aus, wir brauchen mehr Rechenzentren, Menschen konsumieren mehr Internetmedien, sie gehen eben nicht mehr ins Kino, sie gucken sich auf Netflix alles an, die Youngsters spielen Videospiele und überall brauche ich Computerchips oder Grafikkarten oder Rechenzentren. Und da hat Advanced Micro Devices, die ich jetzt mehrfach schon besucht habe in den letzten Jahren, sich deutlich in der Qualität von Intel abgesetzt. Intel hat ein paar technologische Schritte nicht gut gemacht. Die haben immer noch diese Mikrominiaturisierung runter in den 8-Nanometer-Bereich nicht wirklich gut hingekriegt. Und Advanced Micro Devices hat mit diesem Ryzen-Chip einfach da technologisch eine sehr gute Lösung. Und das ist gut gelaufen. Ich war selber skeptisch. Ich war dort und habe gefragt, warum soll es diesmal besser sein als in den letzten Jahren, die Ankündigungen. Aber AMD hat gezeigt, dass sie es können. Auf der Verliererseite. Warum Rockwool so gut gelaufen ist, kann ich nicht wirklich sagen. Also Baumaterialien, was wir im Team diskutieren, die Leute wollen wieder raus aus den Großstädten. Sie wollen auf dem Land weit von der Zivilisation weg ihre Häuschen bauen. Also Baumaterial ist tendenziell knapp, Bauholz ist tendenziell knapp. Und davon hat Rockwool profitiert im laufenden Jahr. Wie dauerhaft das ist, weiß ich nicht, aber Rockwool ist auf alle Fälle gut in dem Sektor aufgestellt. Bei den Verlierern haben wir die First Group, was mich nicht groß überrascht.
Das ist ja eine englische Busgruppe, denen auch Greyhound gehört. Und wer fährt heute Bus? Also auf Firmen, auch wie in Deutschland, die Flixbus, die liegen alle im Moment am Boden, weil kein Mensch reist. Und da ist es natürlich, dass der Busunternehmer First Group und dann noch mit dem Standort Großbritannien gelitten hat. Renault hängt im Automarkt, der hängt auch hinterher im laufenden Jahr. Und Renault ist ja jetzt auch rausgeflogen aus dem Portfolio wegen Nachhaltigkeitsthemen, das sehen wir dann gleich nochmal. Herman Miller ist ein Hersteller von Büromöbeln. Wir haben auch noch die Steelcase im Portfolio und wir haben einige andere Firmen, die im Büromarkt Ausrüstung bereitstellen, also eben Kopierer und ähnliches. Auch die haben kräftig gelitten im laufenden Jahr, weil eine Aussage ist, viele Leute sind jetzt im Homeoffice und nicht alle werden zurückkehren. Der Büroraum wird schrumpfen in den Städten. Ob das 10% sind, 20% ist, wir wissen es nicht genau. Aber manche Leute sagen, das hat so gut geklappt mit dem Homeoffice. Ein paar werden zurückkommen, aber nicht alle. Und damit sind natürlich Büromöbelanbieter, Hersteller und aber auch Hersteller von Druckern und Netzwerktechnik ein bisschen benachteiligt. Ich glaube, der Markt wird sich zumindest bei den Druckern deutlich stabilisieren. Also ich gucke gerade mal ins Portfolio rein, da mal 3 oder 4 Firmen, die das, lass mich kurz einen Sprung machen, Wertentwicklung. Da haben wir die Konica Minolta, die Ricoh und die Xerox. Gedruckt wird weiterhin, es wird nur eben, werden kleinere Anlagen sein und nicht mehr die ganz großen, die in den großen Büros stehen. Ich gehe weiter. 3 Neuaufnahmen. Da haben wir die Befesa. Wer ist Befesa? Die kennen Sie alle, denn Befesa ist die frühere Berzelius Umweltservice, die Sie alle sicherlich noch kennen. Damals ein Spin-off von der Metallgesellschaft. BUS Group hieß das damals. Die wurden dann von Private Equity später mal übernommen. Dann wurde es mal eine spanische Firma. Und aktuell ist es eine Firma, die sowohl also die Westeuropa bedient und jetzt auch die ersten Schritte Richtung China macht. Befesa ist Großindustrie im Grunde, denn die nehmen die Stäube, die in der Stahlproduktion oder in der Aluminiumproduktion übrig bleiben oder die Aschen und recyceln das Ganze. Und die leben davon, dass sie diesen Stahlstaub zum Beispiel nehmen aus der Stahlproduktion und dann wird daraus noch Zink als Nebenprodukt gewonnen und mit diesem Erlös aus der Wertschöpfung der Verwertung finanziert sich das Unternehmen recht gut. Wir haben was Ähnliches auch bei der Arubis, auch ein sehr sauberes Unternehmen, das Kupfer schmilzt und von den Nebenprodukten wie Gold und Silber, von den Produkten, die bei der Reinigung des Materials entstehen, aus diesen die kleine Marge generieren, die ihr Geschäftsmodell so interessant machen. Das sind keine Sachen, die schön anzusehen sind, da ist es heiß und chemisch, aber am Ende sind das Firmen, die dafür sorgen, dass die Stäube und die Schlacken aufbereitet werden und wieder dem Kreislauf zugeführt werden können. Da sehen wir da unten 2,5 Millionen Tonnen recycelter Sondermüll pro Jahr. Das sind große Summen, große Volumina. Und Befesa ist da einer der starken Spieler. Im gesamten Portfolio eher ein kleines Unternehmen, weil die vom Umsatz her nicht sehr bemerkenswert sind, aber zukunftsträchtig in ihrer Technologie. Dann haben wir die portugiesische Firma EDP, also das ist die portugiesische der Stromversorger, Renovaves, einer der kleinen, sehr, sehr angriffigen Anbieter von nachhaltiger Stromproduktion. Die bauen und betreiben nachhaltige Kraftwerke, im Wesentlichen Windkraftanlagen und inzwischen sind die schon auf Platz 4 weltweit mit ihrer Produktionskapazität. Was auch viele nicht erkennen oder nicht wahrnehmen, dass in den USA sehr viel Windenergie produziert wird. Ich mache mal einen kleinen Sprung zu meinem guten Freund Warren Buffett. Die betreiben in Iowa Windkraft und wollen dort komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Die USA sind fortschrittlicher, als wir glauben. Windenergie ist ein ganz großes Thema. Und unsere Portugiesen hier, die wir im Portfolio haben, sind da ein starker Spieler.
Dann haben wir das Thema Smith und Nephew als ein dritter interessanter Neuzugang. Das ist ja auch eine Firma, die ich liebe. Die machen Implantate. Und was so schön ist bei Firmen wie Smith & Nephew, also einer der globalen Marktführer bei Knie- und Hüftimplantaten, das ist ein Geschäft, das läuft in den nächsten Jahren immer besser und besser. Zunächst mal, warum? Weil wir immer älter werden. Eine älter werdende Bevölkerung hat mehr Geld zur Verfügung für die menschliche Gesundheit und wir sind auf Verschleiß nicht gut eingestellt als Menschen. Evolutionär sind wir vielleicht auf eine Lebensdauer von 35 Jahren eingestellt. Wir werden 70 und 80 und der Körper ist nicht dafür gemacht. Das heißt, ich muss sowohl bei den Zähnen was tun, ich muss aber auch bei den Knochen was tun. Und Implantate sind eine super Sache, weil wir durch das Älterwerden immer mehr Implantate brauchen. Warum es ein schönes, stabiles Geschäftsmodell ist, weil die Chirurgen konservativ sind. Ich war am Montagmorgen bei meinem Zahnarzt und der guckt danach, was ist aus meinen Implantaten geworden, und der wird nicht alle 2-3 Jahre seinen Anbieter wechseln, weil er sagt, er ist jetzt 20% billiger geworden, sondern der wird über viele, viele Jahre mit einem System arbeiten, das sich bewährt hat. Und so sehe ich das auch bei Smith & Nephew, bei den Knie- und Hüftimplantaten. Wenn ich als Chirurg weiß, wie dieses Material reagiert, wie die Maße sind, wie gut es sich einfügen lässt, dann werde ich einfach dauerhaft mit dem System arbeiten über viele Jahre weg. Und da kann ich auch mit 20% billigeren Produkten eigentlich nichts erreichen, weil der Chirurg, der konservativ ist und der möchte nicht, dass in 10 Jahren ein Haftpflichtproblem kommt, weil er mal ein billiges Angebot dazwischen hatte. Darum sind so Firmen wie Smith & Nephew sehr, sehr stetig über viele Jahre. Und wenn die Firma noch dafür sorgt, dass das Recycling funktioniert, dass das CO2, der CO2-Impact der Firma stetig weiter sinkt, dann ist das einfach eine Firma, die gut in ein solches Portfolio hineinpasst. Wir haben dann noch zwei Immobilienentwickler neu im Portfolio, einen englischen Wasserversorger, die United Utilities, und haben einige Firmen rausgeworfen, weil die Zahl der Titel im Portfolio ja immer gleich bleibt. Das war zum einen, und Herr Schott, bitte funken Sie dazwischen, wenn Sie da einiges kommentieren möchten. Mhm. Die Enagas, weil wir bei dieser Transadria Pipeline ein bisschen über die Rechte von den Anwohnern im Balkan hier drüber getrampelt wurde und weil dann nicht an allen Stellen die Umweltverträglichkeit sauber eingehalten wurde. Dann haben wir die Siemens Gamesa, an sich eine gute Firma. Aber Sie kennen ja auch die Konflikte in der Westsahara, das ist das Land, das zwischen Marokko liegt und Mauretanien, wo früher die Beduinen mit den Kamelen durchgeritten sind, wahrscheinlich das heute noch tun. Und da gibt es eine Bevölkerung, die sagt einfach, das ist unser Land und nicht euer Land. Und da ist wahrscheinlich Siemens Gamesa ein bisschen forsch drüber getrampelt über die Rechte und hat gesagt, das ist doch nur Wüste, da stellen wir mal unsere Windräder hin, und es hat Proteste gegeben und das hat zum Ausschluss von Siemens Gamesa geführt. Und bei Renault haben wir doch die Frage, waren es denn nur die Deutschen mit den Abgaswerten oder waren vielleicht die Franzosen auch dabei? Und es gibt jetzt Ermittlungen gegen Renault, wo einfach die Frage ist, haben die nicht vielleicht auch geschummelt bei ihren Abgaswerten? Mhm. Vielleicht noch kurz 2-3 Worte auch von meiner Seite dazu. Genau zu diesen Ausschlüssen, da haben wir auch noch eine Pressemitteilung und die würden wir im Nachgang an diese Präsentation mit der Aufzeichnung der Präsentation an alle Teilnehmer mit versenden. Da stehen dann auch noch 2-3 Worte dazu, warum wir wann wo ausgestiegen sind. Bei Enagas NAM und bei Siemens Gamesa sind das ja sehr aktuelle, sehr klare Dinge, wo wir ganz klar gesehen haben, okay, hier gibt es jetzt Verstöße, wir steigen aus. Bei Renault ist es durchaus so, dass das eine Sache ist, die schon etwas länger geht, wo wir das schon länger auf der Beobachtung haben, von einer Controversy zu einer Severe Controversy, und das ist dann im Moment, wo wir uns dann eben halt auch von dem Unternehmen verabschieden. Das sind also in der Regel Prozesse, die da eine Weile lang laufen. Und da ist es halt eben auch so, dass wir dann ganz klar nach den Nachhaltigkeitsmeriten eben gehen und sagen, okay, in dem Moment, wo dann der Ausstoß oder der Verstoß tatsächlich dingfest gemacht werden kann, das ist dann auch der Moment, wo wir dann mit dem Portfolio uns dann von dem Unternehmen verabschieden müssen. Also nochmal, im Nachgang wird das eben auch nochmal als Pressemitteilung mitversendet.
Wobei das nicht keine einfachen Entscheidungen sind, weil ist der Vorwurf schon ausreichend oder wie manifest ist der Vorwurf? Genau. Das ist schon ein längerer Entscheidungsprozess. Vielleicht dazu noch eine ganz kurze Anmerkung. Auch hierzu haben wir mal ein Webinar gehabt, eine Aufzeichnung, wo ich genau auf diesen Prozess mal eingegangen bin. Das finden Sie bei uns in der Mediathek, wo Sie nachgucken können. Und das ist ein Webinar, da bin ich mal eine Stunde nur drauf eingegangen, wie denn tatsächlich so ein Ausschluss vorbereitet wird, wie das im Einzelnen besprochen wird und wann tatsächlich dann der Ausschluss ausgesprochen wird und dann wir auch die investieren. Also auch das für den interessierten Zuhörer bei uns in der Mediathek. Wer den Prozess sich mal näher angucken will, gerne zur Verfügung gestellt. Ja. Übrigens jetzt bei diesen Performance-Zahlen, die wir gerade hatten, das war eine Frage, die aufkam. Das ist immer die Performance der Aktie, während sie im Fonds ist. Das kann nachher wieder aufwärts oder runtergehen, aber was wir zeigen, ist das, was im Fonds wirklich passiert ist. Ich wollte ein bisschen auf die Makroseite eingehen, weil die ist jetzt nun wirklich spannend. Ich hatte heute einen Dialog mit einem anderen Fondsmanager. Es ist ein merkwürdiges Jahr gewesen. Mein Ausblick. Wir haben drei große Themen und da gehe ich gleich noch drauf ein. Wir haben die Wahl in den USA, wir haben Corona und Brexit. Auf Corona werde ich ein bisschen Zeit verbringen. Wir haben die Wirtschaft und wir haben so ein paar globale Trends, die durch Corona beschleunigt worden sind. Ich fange mal an mit dem unruhigen Herbst. Die ganze Wahl in den USA, ich springe mal vielleicht direkt rein in diese Wahlbilder. Das ist die Diskussion, die wir aktuell haben. Links The Donald mit Mike Pence als Vizepräsident, rechts der auch ebenfalls sehr, sehr alte Joe Biden mit der jungen, angriffigen Kamala Harris. Die beiden Blöcke stehen gegeneinander. Und links unten haben wir unseren Präsidenten, wie er gerade im Weißen Haus auf dem Balkon steht und sich die Maske abzieht. Und man kann sagen, seit er so unglücklich auch die Krise gehandhabt hat, auch seine eigene Geschichte, wie er mit den Secret Service Leuten ungeschützt im Auto umhergefahren ist, wie er sich selber wahrscheinlich die Medikamente verschrieben hat, die er bekommen hat, ist seine Wahlchance weiter gefallen. Die Statistiken sehen im Moment so aus, dass Biden Stand heute 84% Gewinnchance hat, Trump 16%. Was wir hier haben, ist ein, zwei Tage alt. Das wird immer mit Computer durchsimuliert, also 40.000 Simulationsläufe, Start für Start, das wird nachher aufaddiert. Und in den letzten zwei Wochen hat sich die Chance von beiden von etwa 70% auf 84% erhöht, sodass es wahrscheinlich ist, dass wir am 3. November einen Biden als neuen Präsidenten zumindest als Wahlsieger haben. Wir haben dann die Frage natürlich offen, wird Trump sein Amt freiwillig abgeben? Da gibt es auch einige klare Aussagen von Trump, der sagt, wenn er jemand anders die Wahl gewinnt, dann muss es Manipulation gewesen sein. Also diese Übergangsphase zwischen dem Wahlergebnis und der effektiven Machtübergabe kann auch sehr unangenehm werden. Da weiß man nicht, wie sich Armee, Supreme Court und so weiter da aufstellen an der Stelle. Es wird, glaube ich, kein einfacher Übergang sein. Wir haben auch noch die Gesundheit von Trump, der im Moment ja den Helden spielt. Sein Corona-Verlauf braucht aber einige Tage. Man weiß noch nicht, ob es sich wirklich stabilisiert oder ob in so einer Art zweiten persönlichen Welle nochmal der Virus kräftig zuschlägt. Es ist häufig so, dass es etwa eine Woche dauert, bis klar wird, ob es ernst ist oder nicht. Und die Aussage, die ich gehört habe, war, dass das Dexamethason, das er bekommen hat, ein Stimmungsaufheller ist und zu Euphorie führt. Möglicherweise ist er kränker, als er erscheinen lässt. Also auch da ist noch gar nicht sicher, ob wir einen gesunden Präsidenten haben am 3. November. Wenn die Wahl kommt und Trump verliert, dürften wir, das ist hier unten dieses Bild, erstmal einen Kursrücksetzer haben, der nicht lange anhalten wird. Ein neuer Präsident wird artikulieren, was er machen wird, und man wird sich ganz schnell daran gewöhnen, dass auch ein Präsident Biden auch ein ganz normaler Mensch ist, der ein Konjunkturprogramm etablieren möchte, der vielleicht eine Gesundheitsreform anstoßen möchte. Und die Erwartung ist, dass ein demokratischer Präsident im Regelfall bessere Börsen hat als ein republikanischer. Es ist überraschend, aber so, das sagt die Statistik. Sollte Trump gewinnen, würde die Börse erstmal nach oben schießen, aber das ist der etwas unwahrscheinlichere Fall. Ich möchte dann in diesem Entschuldigung, ich muss ein bisschen springen. So. Als nächstes Thema
das Thema Corona angehen. Wie steht es da eigentlich? Hier ist das richtige Schaubild. Ne, hier ist es. Ich bin recht positiv für die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Fangen wir an mit dem ersten Thema, dass die Tests immer besser, immer schneller werden. Also vor 6 Monaten war es ja fast unmöglich, einen Testtermin zu bekommen. Und wir hatten bei uns im bekannten Umfeld einen Todesfall. Das war jemand, der rumgeschickt wurde von Krankenhaus zu Krankenhaus, der nicht getestet wurde, bis es zu spät war. Sowas passiert heute nicht mehr. Wir haben unsere ganze Firma durchtesten lassen, alle negativ getestet. Das ging ruckzuck innerhalb von Stunden und wir hatten das Ergebnis innerhalb von 48 Stunden. Jetzt kommen neue Testgeräte auf den Markt. Hier ist eins von Becton Dickinson. Es gibt ein anderes von Abbott Labs, womit ich innerhalb von einer Viertelstunde ungefähr ein Testergebnis habe für $20. Das heißt, wir werden immer wachsamer in der Erkennung, ob irgendwo ein Virus auftritt. Die Fallzahlen steigen natürlich zwangsläufig dadurch an. Also wir haben jetzt gerade in Deutschland hier, das ist hier die Kurve, ich glaube heute ist die aktuelle Meldung hier auf 4.000 Infektionen hoch. In allen Ländern lässt die Sorglosigkeit, nimmt die Sorglosigkeit zu. Wir testen intensiver. Ein gegenläufiger Effekt ist aber, dass die Todesfallzahlen stabil sind. Das sind die Daten weltweit, die täglichen Todesfallzahlen, und Sie sehen eine sehr stetige, leicht ansteigende Kurve am Ende. Und es liegt einfach daran, dass wir viel, viel empfindlicher testen als früher. Also man sagt, dass die Tests etwa Faktor 10 zu genau sind. Also ganz frühe Anzeichen des Virus schon erkennen. Damit sieht optisch die Erkrankungsrate sehr hoch aus. Ein weiterer Fall ist, dass wir sehr schnell dran sind jetzt im Moment mit dem Eindämmen. Das ist irgendeine Hochzeitsgesellschaft und wir wissen sehr schnell, was zu tun ist. Und der dritte Fall ist einfach, dass wir in der Behandlung der Kranken im Krankenhaus doch sehr viel Lernerfahrungen haben. Sodass ich einfach glaube, wir können trotz der steigenden Fallzahlen, dass wir wesentlich besser dran sind mit der Eindämmung des Virus. Und sobald dann die Impfstoffe da sind, das ist jetzt mein nächster Punkt, wird das Ganze wirklich seinen Schrecken verlieren. Was Sie hier sehen, sind Antikörperwerte. Schauen wir uns das mal an, das ist für BioNTech, und zwar der Impfstoff 162B1. BioNTech hat noch, glaube ich, 4 weitere Impfstoffe im Moment in der Erprobung. Das ist die, der im Moment an 44.000 Leuten getestet wird. Das sind noch Ergebnisse aus Phase 1. Und Sie sehen hier, wie kann ich das mal kennzeichnen? Sie haben hier den Placebo, das ist hier P. Dann haben wir die niedrige Dosierung mit 10 Mikrogramm. Dann haben wir die 30 Mikrogramm Dosierung, das ist hier das. Und die 100 Mikrogramm Dosierung. Und wir sehen an Tag 1, 7, 21, 28 und 35, wie die Antikörper sich im Blut stark nach oben entwickeln. Die Skala ist hier 10 hoch 3, das heißt, ich habe eine Vertausendfachung der Antikörper, hier eine Verzehntausendfachung. Damit können wir erkennen, dass der Impfstoff eine Immunreaktion auslöst im Körper. Wir sehen auch die einzelnen Probanden. Hier, das ist einer, 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 das ist einer. Nicht bei allen schlägt es gleichmäßig an, aber im Schnitt haben wir auf alle Fälle eine Vertausendfachung der Immunreaktion im Körper. Und man sagt, so ab einer Verhundertfachung ist der Impfstoff wirksam. 10 Mikrogramm ist ein 10 Millionstel Gramm. Das heißt, mit einem Kilogramm kann ich 10 Millionen Menschen, sind das eigentlich 10 Millionen oder 100 Millionen? Ach, Kopfrechnen ist schwierig. Ich weiß nur, dass bei der 30 Mikrogramm Dosis ich mich mit 30 Kilogramm 1 Milliarde Menschen mit Impfstoff versorgen kann. Extrem wirksam dieser Impfstoff. Wir wissen im Moment wenig von Nebenwirkungen und die Erprobung ist voll im Gange. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat gesagt, sie werden dynamisch auf die Ergebnisse reagieren und dann in die Zulassung einfließen lassen. Man hört immer wieder von Nebenwirkungen. Hier habe ich zum Beispiel Fatigue, also Ermüdung, Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Chills.
Und man sieht, wie viel Prozent der Geimpften da eine Nebenwirkung haben. 6%, 8%, hier 6%, 6% und so weiter. 8%, 10%. Man sieht deutlich, der Impfstoff hat Nebenwirkungen. Die Leute kriegen Fieber, Kopfschmerzen. Und ich würde es aber auch nicht anders erwarten, weil nur ein Impfstoff, der Nebenwirkungen hat, wirkt, zeigt er überhaupt eine Reaktion. Nur dass meine Einschätzung ist, dass wir den Corona-Impfstoff relativ zügig haben und der auch in großen Stückzahlen verfügbar sein wird. Drittes großes Thema auf der Herbstschiene, Brexit, große Unsicherheit, meiner Ansicht nach ein komplett ungelöstes Problem. Ich glaube, die Briten wissen nicht, was sie da eigentlich machen mit ihrer Zockerei. Und ich glaube, es wird einige ökonomische Folgen haben. Nun haben wir Firmen aus Großbritannien im Portfolio wie eine Smith & Nephew. Das Schöne ist eben an der Unsicherheit sind die guten Wechselkurse des britischen Pfund, sodass wir diese Aktien auch wirklich günstig haben kaufen können. Aber da erwarte ich mir viel größere Unsicherheit, als im Moment in der Presse zu lesen ist. Das ist der unruhige Herbst. Wie geht es in der Wirtschaft weiter? Ein bisschen Sorge macht mir die viele Zockerei der Privatanleger, diese Robin Hood-Anleger, so nennen wir sie, die für null Kommission an den Börsen herumspielen, im Regelfall Geld verlieren, opportunistisch agieren, eine Tesla auf Riesenniveaus treiben. Da müsste auch mal eine Blase kaputt gehen und die Zocker werden wieder aus dem Kapitalmarkt verschwinden. Die Zinsen werden niedrig bleiben. Ich kann nicht sehen, dass irgendeine Notenbank aus dem Niedrigzinsumfeld aussteigen kann. Sobald sie das tun würde, würde sie die Wechselkurse kaputt machen. Und damit sind die Notenbanken untereinander gewissermaßen verhaftet, weil keine einseitig aus dem Spiel aussteigen kann. Erst wenn wir Inflationsanzeichen haben, die sind heute noch nicht da, werden Notenbanken was tun müssen. Aber bis heute ist davon nichts zu sehen. Wir werden beim Konsumentenvertrauen Probleme kriegen. Im Moment ist es so, dass wir so glauben, das hätten wir alles kostenfrei hinter uns, die Corona-Krise. Die Pleiten kommen jetzt allmählich. Man sieht das im Fernsehen dann eben, da ist irgendein ein armer Ladenbesitzer, der sagt, jetzt sind meine Ersparnisse aufgebraucht, ich habe keine Reserven mehr. Und das sind Leute, die jetzt einfach aufgeben und die Ladenlokale werden leer bleiben. Der Effekt ist unten aufgeführt, große Trends setzen sich fort. Der zweite Punkt, die Starken werden stärker. Da, wo heute ein Reisebüro aufgibt, tritt morgen ein Internetgigant an seine Stelle, eine Booking.com, die das Geschäft übernimmt. Da, wo heute ein Kino aufgibt, tritt Netflix an die Stelle und betreibt das Geschäft weiter. Da, wo heute ein kleines Hotel aufgibt, tritt morgen eine große Kette an die Stelle und betreibt das weiter. Da, wo heute ein kleines Restaurant aufgibt, tritt morgen ein großer Konzern, eine Restaurantkette und bespielt den Laden. Das heißt, es gibt ganz klare Verlierer in der Volkswirtschaft, aber es gibt auch ganz klare Gewinner, auf die man setzen kann, die dort, wo die Kleinen aufgeben, in die Bresche reingehen und dort Marktanteile dazu gewinnen. Darum glaube ich, die finanziell starken Firmen werden stärker werden und die wollen wir ja auch im Portfolio haben. Wir wollen ja die Gewinner von morgen im Portfolio haben. Wir erleben Winner takes all, dass lokale Firmen aufgeben zu Lasten der wirklich großen globalen Spieler. Und wir sehen, dass virtuell die reale Welt schlägt, die Internetökonomie schlägt die physische Welt, die Buchungsmaschinen schlagen die Hotels, weil sie einfach die Marge sich wegholen. So, man kann darüber klagen oder jammern, ob man das schön findet oder nicht, aber das sind Trends, die sich in den letzten Monaten massiv beschleunigt haben. Und meine Erwartung setzt sich fort. Und wenn man auf diese Firmen setzt, kann man die anstehende Krise gut durchfahren, weil am Ende bleiben diese starken, diese virtuellen, diese globalen Firmen übrig und die sollten wir im Portfolio haben. Damit bin ich am Ende der Präsentation. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein gutes Portfolio zusammen haben. Ich glaube, es wird ein bisschen wackeln, da sage ich nur bitte einmal Luft anhalten. Es ist keine lineare Entwicklung, aber langfristig wird durch die billigen Zinsen und durch die starken Spieler der gute Börsentrend weiter fortgesetzt werden. Damit bin ich fertig.
Ich freue mich nun auf Ihre Fragen. Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Leber, für die Erläuterung zur aktuellen Situation. Ich blende Ihnen hier gerade nochmal die nächsten Veranstaltungen an, die wir auch wieder haben. Da können Sie sich bei uns gerne auf der Homepage anmelden und würde jetzt dann halt tatsächlich zu den Fragen kommen. Eine Frage geht tatsächlich in die Richtung, dass tatsächlich unter Joe Biden Steuererhöhungen befürchtet werden. Wie sieht das aus, Herr Dr. Leber, wie ist da Ihre Einschätzung? Kann sich das an der Wall Street dann durchaus auswirken? Ja, das kann es schon sein. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mir das Schuldenmachen der letzten Präsidenten angeguckt. Die nehmen sich nichts. Also der Trump hat, ich weiß nicht, 7 oder 8 Milliarden Schulden gemacht. Ich glaube, Obama war vorher in der gleichen Klasse. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich ganz ungeniert. Ich wüsste nicht, warum Biden sich irgendwas zerstören sollte, indem er Steuern erhöht. Warum sollte da eine wirtschaftliche Vernunft sein, wovor er keine war. Ich vermute, das Spiel geht ungehemmt weiter. Geld drucken kostet ja nichts, dann machen wir es weiter. Also ich glaube nicht, dass Biden die bessere Steuermoral hat als die vergangenen drei Präsidenten. Dann haben Sie eben gerade nochmal darauf abgestellt, auf diese Prognosen zur Wahl. Hier sind dann auch einige Anmerkungen von dem einen oder anderen Zuhörer gekommen. Gerade nach der letzten Wahl lag ja wohl die Hillary Clinton nach Prognosen eigentlich ziemlich lange doch sehr weit vorn und hat dann die Wahl verloren. Ja. Wie sicher sind Sie sich denn mit solchen Prognosen? Wie stark kann man denen Glauben schenken? Also grundsätzlich weiß man es überhaupt nicht. Ich bin damals auch reingefallen. Ich hätte das nie erwartet. Nie erwartet, dass ein Trump gewinnt. Das liegt einfach daran, dass unser Medienbild im Prinzip von den Ostküstenmedien geprägt ist. Also ich lese jeden Tag die New York Times, das Wall Street Journal. Das ist die klassische, sag mal, Intelligenzia der Ostküste. An der Westküste die Progressiven, die sich für sehr modern halten. Und dazwischen aber viele, viele Wähler, die sagen, New York ist nicht USA. Ich habe eine ganz andere Meinung und ich lasse mich von euch nicht hier über den Tisch ziehen. Und das war ja vor ein paar Jahren auch die ganze Geschichte mit den, was weiß ich, Transgender-Toiletten auf den Unis, wo so ein einfacher Bürger im Land sagte, das bin nicht ich, das ist nicht mein Land. Und diese Wucht wurde von den Meinungsumfragen nicht wahrgenommen, weil die klassisch in den Zentren stattgefunden hat. Also da war so ein selbstverstärkender Effekt. Diese Zuversicht mit den Prognosen kommt auch nur von mir. Ich sehe die in den Medien nicht, die sind alle vorsichtig geworden, weil keiner mehr den gleichen Fehler machen wie damals, möchte wie damals. Aber das Portal, auf das ich mich stütze, 538, ist ein sehr kluges Statistikportal, das unterschiedlichste Meinungsumfragen zusammenfügt und wie gesagt mit Monte Carlo Simulationen durchrechnet. Ich habe hohes Vertrauen, dass diese Statistiker wirklich tun, was sie ihr Handwerk verstehen. Und darum, nein, sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, besser kommt man statistisch nicht an die Wahrheit ran. Übrigens auch mal statistisch gesehen, wir haben klar ganz klare Trump-Wähler, die sich nie erschüttern lassen. Wir haben ganz klare Trump-Gegner, die sich nicht erschüttern lassen. Aber wenn ich mir die Menge dazwischen anschaue, die ja das Zünglein an der Waage sind, da sind da viele Leute dabei, die kleine Enttäuschungen erlebt haben. Ich denke mal, ganz Militärpart. Trump hat Militärangehörige als Loser bezeichnet. So, und wenn ich da Menschen treffe, die Angehörige in Afghanistan oder im Irak hatten, die sind getroffen dadurch. Und wenn dann nur 1-2% immer aus so einer Gruppe rüberwandern ins andere Lager, dann kann die ganze Balance kippen. Und ich vermute, Trump hat in der Mitte die Wechselwähler an ein paar Stellen kräftig vor den Kopf gestoßen. Und das könnte nachher dann den Ausschlag geben. Aber wissen tue ich natürlich nicht. Hier kommt noch eine aktuelle Frage rein zu Biotech. Position, BioNTech-Position, ob Sie die jetzt noch aufstocken würden im Portfolio? Also die haben wir nicht im Portfolio. Die Frage kam jetzt hier wahrscheinlich dann noch. Die Firma ist noch recht jung, also die Firma ist recht jung, die ist ein Jahr alt. Die ist ja vom Jahr in den Markt gekommen, hat noch keine Gewinne. Ich meine, wenn die mal, ist ja immer noch eine Erwartung, dass das alles gut wird, wenn die mal kräftig Gewinne macht, ist das eine tolle Firma. Ich hoffe, wir können sie kaufen. Ich liebe sie wegen der Krebsforschung, aber wie gesagt, eine Firma mit Verlusten ist noch kein Kandidat fürs Portfolio, ist zu viel Hoffnung noch dabei. Gut,
Okay, dann haben wir noch mal Fragen in Richtung Gold und Bitcoin. Das ist, kann ich auch von hier aus schon beantworten. Das ist ja ein ganz klarer Nachhaltigkeitsfonds, wo wir einen ganz klaren Fokus auf Aktien haben, wo wir sehr genau gucken können, wie die Nachhaltigkeit halt eben aufgestellt ist mit verschiedenen Konzepten. Und damit haben wir dann halt eben auch kein Gold und auch kein Bitcoin im Portfolio. Trotzdem war hier noch mal eine Frage nach Ihrer Einschätzung zu Gold, Herr Leber. Ach, Sie wissen doch alle, dass ich keine mache. Ich finde Gold im Moment interessant, weil in einer unsicheren Welt Leute Sicherheit suchen und die suchen sie in Gold. Aber ich kenne die Produktionskosten. Also wenn, würde ich ja eh nur Goldminenaktien nehmen. Die sind nicht sehr sauber. Ich finde das interessant, weil es einfach für Unsicherheit ein gutes Thema ist, weil es ein Fluchtpunkt ist, ähnlich wie auch Bitcoin Fluchtpunkt ist. Also ich habe nichts gegen Gold oder Goldminenaktien im Moment. Ich habe nur null Kompetenz an der Stelle. Das ist einfach mein altes Problem. Hatten wir ja auch schon das eine oder andere Mal im Webinar die Frage. Dann nochmal eine ganz grundsätzliche Frage, die finde ich jetzt schon wieder ganz gut und eigentlich spannend hier zum Thema auch passend. Der Trend von nachhaltigen Unternehmen, dass da tatsächlich die nachhaltigen Unternehmen durch viele Studien ja belegten gewissen Performance- oder auch Risikovorteil vor anderen Unternehmen haben, kann das durchaus sein, dass das weggemändelt wird, einfach dadurch, dass sehr viele jetzt in diesem Bereich sowieso unterwegs sind? Was meinen Sie dazu? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir haben das auch mal mit Goldman Sachs durchgetestet. Wir haben also denen vier verschiedene Portfolien aus unserem Stall praktisch zugeschickt, weil meine Frage war einfach, oder ein Kollege sagte ganz trocken, dann kaufe ich doch nur noch nachhaltige Aktien, denn in den nächsten Jahren müssen alle Leute die gleichen Aktien kaufen. Also ich habe ja, wenn die EU-Taxonomie kommt und die Regulierung, dass Anleger sagen müssen, ob sie Nachhaltigkeit wollen oder nicht, wird automatisch die Nachfrage steigen nach nachhaltigen Aktien. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Und der Kollege sagte, können wir das mal durchsimulieren? Ich mache doch einfach ein Spreadprodukt, Nachhaltigkeit long, nicht Nachhaltigkeit short. Wir haben dummerweise wenig gefunden an der Stelle an Outperformance. Vielleicht kommt die noch. Der Grund ist, es ist im Wesentlichen ein Branchenthema. Ich muss in den richtigen Branchen drin sein, dann habe ich automatisch die Nachhaltigkeit und die Zukunft abgedeckt. Und das sind ja auch ein paar Fragen, die in die Richtung gehen. Ich muss, mir nützt es nichts, jetzt die sauberste Ölfirma zu haben. Ich müsste Ölfirmen einfach komplett einfach ausschließen. Und dann eben die Firmen, da haben wir ja einige im Bereich Nachhaltigkeit, drei oder vier Stück, die Akzente in den Branchen setzen, die nachhaltig sind. Und dann funktioniert das Ganze. Und das wird die nächsten Jahre laufen, ganz zwangsläufig. Durch das Anlegerverhalten, durch die EU-Taxonomie, das kommt automatisch. Also unsere Diktion dazu ist einfach an der Stelle, dass wir halt sehen, dass Unternehmen, die tatsächlich im Grunde genommen ein Stück weit verstanden haben, dass wir globale Restriktionen haben, dass es tatsächlich nur funktioniert, wenn wir die anerkennen und innerhalb dieser Begrenzung wirtschaften, dass das die Unternehmen sind, die halt die Gewinner von morgen sein werden. Und das ist eigentlich eine Beobachtung, die wir schon machen, dass die Unternehmen, die das verstanden haben, eigentlich auch die sind, die dann eben auch wirtschaftlich besser dastehen. Gut, ich glaube, wir haben hier jetzt schon die meisten Fragen tatsächlich beantwortet. Ich kann allen Fragestellenden versichern, es sind hier eine ganze Menge Fragen reingekommen, auch teilweise sehr spezifisch, dass wir die auch im Nachgang gerne weiter beantworten. Wir würden dann direkt auf Sie zukommen. Herr Dr. Leber, zwei, drei kleine Kommentare, wenn ich die noch loswerden darf. Ja. Eine Frage war zu dem Alter der beiden Präsidentschaftskandidaten. Okay, ja. Also ehrlich gesagt, mein plausibles Szenario ist folgendes, dass Biden gewinnt, nach einem Jahr abtritt und Kamala Harris Präsidentin wird. Kamala Harris ist eine sehr kluge Frau. Ich weiß nicht, in welchem Lager sie politisch sein wird, wenn sie mal Präsidentin sein sollte. Aber das wäre eigentlich eine elegante Lösung, Frauen mehr Rechte zu geben, jemand Junges an die Macht zu bekommen. Das wäre mir plausibel und recht willkommen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Das teile ich auch uneingeschränkt. Was Sie da gerade gesagt haben, würde ich da auch persönlich sehr begrüßen. Ja, dann vielen Dank an alle Zuhörer. Wie gesagt, wir werden die einzelnen Fragen, die teilweise sehr spezifisch sind, auch im Nachgang noch direkt beantworten. Herr Dr. Leber, ganz vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und dann muss ich noch einmal auf die letzte Seite durchgehen. Das gehört bei jeder Präsentation dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und beende dann damit dieses Webinar. Dankeschön und auf Wiedersehen. Und tschüss.